these concrete walls, these city lights, what I'm about to say. Grüß euch und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir eine super Runde durch den Garten, weil ich habe mir gedacht, ich konnte euch einmal ein paar schöne Kombinationen zeigen. Das heißt, welche Pflanzen passen gut zusammen, dass ihr nämlich eine möglichst lange Blütezeit habt. Da schauen wir uns einen Topf auch an und ein paar so natürliche Begebenheiten. Nachher wird uns die Cosi was richtig, was Schönes zaubern. Einen schönen Deko-Tipp wieder mit ganz natürlichen Materialien aus dem Garten. Und dann besuchen wir, ist für mich wirklich ein Highlight, den Garten von Thomas. Der Thomas hat, wie nennen wir das, er hat ein Paradies erschaffen für seine Familie, aber auch für die Natur und für die Tierwelt. Ein unglaubliches Brummen und Schwirren in dem Garten. Bleibt dabei, ich glaube, das wird richtig spannend. Ich habe mir gedacht, ich fange mit einem richtigen Klassiker an, der extrem beliebt ist, den wahrscheinlich fast jeder auch im Garten hat, der Lavendel. Der Lavendel ist ja eine wunderbare Insektenpflanze, aber mindestens genauso wunderbar für uns Menschen. Wir können den ja so vielfältig nutzen, gesundheitlich oder auch geschmacklich, und schaut einfach wunderbar aus. Der Lavendel hat eh nicht so eine schlechte Blütedauer, muss man sagen, ein paar Wochen blüht er. Man kann auch durch einen Rückschnitt dann ein zweites Mal zum Blühen bringen. Aber ich finde immer gut, wenn es den Lavendel kombiniert mit Pflanzen, die dazu blühen oder vielleicht seine Blütezeit verlängern. Und da bei uns in der Böschung haben wir eine ganz interessante Kombi gewählt. Wir haben eine Zwiebelpflanze dazugegeben, einen sogenannten Kugellauch. Das ist ein heimischer Lauch und der passt genau dazu, weil er auch so einen Standort mag. Der mag es warm und trocken und sonnig und kommt so in so Käpferl außer zwischen dem Lavendel. Er blüht jetzt noch nicht, aber das macht es so spannend. Der Lavendel blüht jetzt schon noch länger und dann kommt dieser Kugellauch. Und dann so hinten nach, wenn der Lavendel beim Aufhören ist, dann haben wir den Hauhechel noch dazu. Eine ganz eine wunderbare heimische Pflanze, die eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das wären so richtige Büsche drinnen und da spürt sie sich einmal so richtig ab. Also da ziehst du echt Insekten jede Menge an. Wildbienen, viele verschiedene Schmetterlinge. Also ganz eine schöne Kombi. Und wenn ihr so wie mir da so eine Mauer habt vielleicht, dann könnt ihr sogar noch diese schöne pinke Nelke da dazugeben. Das ist die Heidenelke. Nicht irgendeine Zuchtform, sondern ist wirklich eine wilde heimische Pflanze, die Heidenelke. Dann habt ihr nochmal so richtig eine schöne Farbkombi und da hat's echt ein rundum Wohlfühlprogramm auch für unsere Tierwelt gemacht. Bevor es mit Markus zur nächsten Pflanzenkombi geht, entführt uns Cosi in ihren persönlichen Schachtelhalmwald und zaubert aus den dekorativen Schachtelhalmen eine tolle Tischdeko. Für die Windlichtdeko braucht Cosi unterschiedlich große Gläser, die sie ineinander stellt und anschließend das größere mit Wasser befüllt. Nun werden die Schachtelhalme in den Seitenrand mit Wasser drapiert. Zitronenscheiben sorgen für das nötige Sommerfeeling. Natürlich können noch heimische Blumen nach Wahl dazu kombiniert werden. Fehlt nur noch eine Kerze. Und fertig ist der Sommernachtstraum. Und Markus? Der zeigt uns jetzt seine nächste Pflanzenkombi. Jetzt haben wir einen ganz anderen Standort, nämlich einen Topf. Vielleicht wart ihr sogar dabei voriges Jahr, wie wir den Topf gesetzt haben. Der hat sich wirklich schön entwickelt. Auch die Schwebfliegen besuchen uns auch schon.
ein totaler Schwebfliegenmagnet, die Sterndolde. Kennen vielleicht viel vom Wandern. In Salzburg gibt es die nicht so selten, die Sterndolde. Sieht man ein bisschen am Wegesrand, so halbschattig ganz gern. Und man sieht es da sehr gut als Beispiel. Die Sterndolde ist schon voll in der Blüte. Bald blüht auf die nesselblättrige Glockenblume. Wunderbare Glockenblume für so halbschattige Bereiche. Und übrigens, die fressen die Schnecken nicht oder kaum. So ein paar Glockenblumen, alles so ein Thema. Und schon verblüht ist unten noch der Nesselkönig. Also richtig eine schöne Kombi mit einem langen Blütezeitpunkt. Nesselkönig, dann kommen die Sterndolden, dann die Nesselblättrigen. Und unten gut versteckt haben wir sogar noch Leberblümchen fürs Frühjahr. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns die dritte Pflanzenkombination anschauen, besuchen wir jetzt den Thomas in seinem wirklich außergewöhnlichen Garten, der mich sehr inspiriert hat. Was ich dazu sagen möchte, weil es echt so unglaublich ist, der Thomas macht das noch nicht lange. Der war ein totaler Gartenanfänger und hat sich irgendwie für das Thema plötzlich total zum Faszinieren angefangen und hat da ein gewaltiges Paradies für Biene, Hummel, Schmetterling und für seine Familie erschaffen. Ich würde sagen, wir gehen eine kleine Runde und ich erzähle euch ein bisschen, was der Thomas alles gemacht hat. Was den Garten so interessant macht, ist die hohe Dynamik. Der Thomas hat sehr viel auch mit zweijährigen Pflanzen gearbeitet. Das heißt, die wachsen sehr schnell in die Höhe, blühen dann und sterben aber nach der Blüte ab und sehen sie aber wieder sehr reich aus. Und das macht der Thomas sich zunutze, auf eine sehr geschickte Art und Weise, weil dazwischen sind schon wieder immer Pflanzen, die mehrjährig sind. Aber zum Beispiel der Steinklee, kennen wahrscheinlich viele, gibt es einen gelben und einen weißen Steinklee, der wird 2 Meter, 2,5 Meter hoch und der sieht sich jetzt ja wunderschön aus, ist ein extremes Insektenparadies, muss man echt sagen. Und den hat er kombiniert auch mit eher kurzlebigen, wie zum Beispiel den Natternkopf oder der Ochsenzunge. Kennen vielleicht viel vom Wandern, diese Pflanzen. Und wenn man die im Garten holt, dann hat man so richtig ein super, super Buffet für unsere Bienen und Schmetterlinge. Dazu, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, jede Menge noch von Wollziest, weil der Boden bei ihm, muss man sagen, ist sehr trocken und durchlässig. Das heißt, er kann keine Pflanzen setzen, die einen sehr reichen Boden wünschen. Das geht bei ihm nicht. Und dadurch hat er sich ein bisschen spezialisiert auf so Pflanzen, die eher das Trockene, Durchlässige schätzen. Hat einen unglaublichen Effekt. Und was auch so schön war noch zum Beobachten, man muss sich dann vorstellen, es kommen wirklich sehr, sehr viele Insekten, vor allem Bienen, Wildbienen. Dann wäre es natürlich schön, wenn man denen so eine Möglichkeit schafft, wo sie auch nisten können. Im Boden ist klar. Der Thomas hat aber zusätzlich noch sogar zum Haus hin, also so groß ist seine Insektenliebe, hat er eine Nisthilfe gemacht aus Lehm, also für Bodenbrütende oder für diese speziellen Wildbienen, die sich gern in so Lehmwände rein bohren und dann da sozusagen die Brut hineinlegen. Also hochinteressant und super für einen selber zum Beobachten. Und er sagt, es ist wirklich auch immer wieder was los. Über das ganze Jahr passiert so viel, dass einem eigentlich nie langweilig wird. Als klassisches Element, was mich, muss ich sagen, wirklich auch verwundert hat, wie gut das funktioniert, der Thomas hat sage und schreibe über 400 verschiedene Rosen in seinen Garten gesetzt. Für den Thomas ist immer wichtig, die Rose muss duften. Also er braucht vor allem den Duft. Den liebt er, den schätzt er. Sehr, sehr viele Wildrosen hat er auch verwendet. Und die sind, nicht wie man es vielleicht sich vorstellt, irgendwo brav in schön geharkter, gepflegter Erde und werden gegossen, sondern nein, die werden ohne System zwischen die Wildpflanzen reingesetzt, müssen mit diesem trockenen Boden zurechtkommen, werden eigentlich nicht gepflegt, außer dass er es hin und wieder natürlich abschneidet, zurückschneidet, die Blüten auch erntet für sich selber und einmal einen Saft draus macht oder verschiedene Dinge. Und das schaut so, ja, wirklich natürlich schön und natürlich auch ein bisschen sogar für einen Gärtner ungewohnt aus. Hat mir wirklich extrem gut gefallen. Und von Thomas' Traumgarten geht's jetzt zurück zu Markus und seiner Pflanzenkombi Nummer 3. Das ist jetzt mein dritter Bereich, da geht man so ein bisschen runter, ist sehr sonnig. Es kommt gerade in Fahrtzirche, die Disteln kommen schon langsam. Ich muss denken, wir machen es so, ich erzähle euch zu jeder Pflanze ein bisschen was, wie die da miteinander verwoben sind und wir blenden euch die Bilder ein, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das über das ganze Jahr wirkt. Also da haben wir wirklich eine Kombi, die sehr lang über das ganze Jahr wirkt. Wir fangen an mit der echten Schlüsselblume. Jetzt kommen in Fahrt die Edeldistel Big Blue.
Ackerkratzdisteln, dann haben wir drinnen einen Rutenweiderich, dicht gefolgt vom Rheinfarn und dann spät aus bis in Herbst rein der Teufelsabbiss. Von dem sieht man noch nicht sehr viel. Das habe ich deshalb so kombiniert, ich wollte einfach, dass die Insekten wirklich möglichst ein langes sogenanntes Trachtfließband haben. Also Blüte am Fließband, vom Frühjahr bis in Herbst. Und eben die Disteln, die blinzeln mir schon so richtig an. Der Mannstreu, das ist zwar in dem Fall ausnahmsweise, habe ich da eine Zuchtform mir genehmigt. Big Blue nennt sie das, der Edelmannstreu. Gibt es auch eine wunderbare Wildform, könnt ihr auch probieren. Die mag es allerdings trockener wie da. Der ist vielleicht da der Boden zu gut. Und dieser Big Blue ist einfach ein Wahnsinn. Also eine Zuchtform, aber sehr, sehr intensiv blau von der Blüte und ein extremer Insektenmagnet. Und ich finde, viele Menschen fürchten sich viel zu sehr vor der Distel. Ich lasse da sehr bewusst auch unsere heimische Ackerkratzdistel drinnen stehen. Die kommt jetzt in Fahrt, ist eine wunderschöne, ein bisschen eine dezentere Blüte, so ein schönes, was ist das, ein angenehmes Lila eigentlich, wenn man es anschaut. Wenn sie zu werden, die Ackerkratzdisteln, wartet auf einen richtig einen regnerischen, nassen Tag, dann könnt ihr es ganz leicht rausziehen. Aber wirklich, die Insekten lieben sie und vor allem auch der Stieglitz. Also unsere heimischen Vögel holen sie dann die Samen da zum Naschen. Ah, das wären schon richtig schöne Fleck. Da ist der Rheinfarn. Er wird so, ich schätze mal, in 3 bis 4 Wochen ist die Blüte da. Also das dauert noch eine Zeit, aber das sind so fröhlich leuchtende gelbe Knopferl. Ein Wahnsinn zum Beobachten von verschiedensten Insekten, sei es Wildbienen, Honigbienen, Schmetterlinge. Unglaublich, was sie da abspült. Schwebflirm und so weiter. Übrigens ein Tipp, wer den Rheinfarn hat im Garten, ihr kennt den Trocknen mit der Blüte, auch das Kraut. Und zum Beispiel bei der Hund oder beim Kotz ins Kerberl einlegen. Das hat man früher sehr viel genutzt als Einstreu beim Vieh, weil es lästige Insekten fernhält. Also Milben, Flöhe, das Ganze wird da gut zurückgedrängt. Die mögen den Geruch überhaupt nicht. Und da, er wird bald blühen. Das dauert nicht mehr lang. Ich sehe schon die Blüten. Das ist der Rutenweiderich. Ihr kennt wahrscheinlich den Blutweiderich, der ist geläufiger. Das ist eher Sumpfpflanzen. Der Rutenweiderich hat den Vorteil, der hält da einen ganz normalen Gartenboden aus. Kann ruhiger einmal trocken sein im Sommer, kein Problem für ihn. Hat eine Wahnsinnsblüte, sehr intensiv von der Farbe und ganz, ganz wichtig für viele verschiedene Wildbienen. Die lieben diesen Rutenweiderich. Also man kann sich da wirklich hersetzen und ich sage echt stundenlang beobachten, welch Getummel da an den Blüten ist. Was man jetzt noch gar nicht so wahrnimmt, sie sind am Boden unten, eigentlich so zwischendrin, so ja, bodennahe Rosetten würde ich es einmal sagen oder beschreiben, das ist der Teufelsabbiss. Und das ist ein richtiges Highlight ab, ja, sehr spät, würde ich mal sagen, August, September bis in Oktober rein, sind das so hoch oben schwebende Kügelchen, ist leider mittlerweile ganz eine seltene Wildpflanze, findet man echt schon selten und mit der gelingt dann meistens auch, dass man eher so seltene Arten auch anlockt, zum Beispiel eben von Wildbienen. Ich mag ihn vor allem auch deshalb, gerade im Herbst hast du noch mal so richtig einen Schmetterlingsmagnet, also eine Schmetterlingstankstelle, der gibt ganz viel Nektar ab und es ist immer viel los, schaut wunderschön aus, ein super Bild. Also man hat echt eine lange Abfolge von verschiedenen blühenden Wildpflanzen. Ich würde sagen, weil es gerade so ein schönes Bild ist, nehme ich euch noch mit in den Garten im Lammertal. Eine super Kombi, Natternkopf, Königskerzen, Hornklee, Flockenblume. Genau die Blumen, die bei uns am Wegesrand wild wachsen, holt euch die im Garten. Sind eh schon viel zu selten am Wegesrand und im Garten können sie blühen. Und die locken dermaßen viel von Insekten an und ihr habt hin und wieder was sogar für die Vasen. Jetzt nehme ich euch noch mit
wirklich eine wunderschöne Blumenwiese. Eine Blumenwiese ist ja auch eine Pflanzenkombination. Dort hat sich über Jahrzehnte ein unglaublicher Bestand vom Heilzist entwickelt, eine Heilpflanze. Und setzt euch den Heilzist im Garten, der vermehrt sich, der wird mehr und lockt euch die schöne Gartenwollbiene an. Dann habt ihr ein Erlebnis. Also macht es gut, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.